Hi zusammen, heute zeige ich euch das verdrehte Bündchen und dazu habe ich mal extra dicke Wolle genommen, damit ihr das auch gut seht. Ich stricke in der osteuropäischen Methode oder auch Combine Knitting genannt, weil ich das Ganze viel ergonomischer und leichter finde. Also beim verdrehten Bündchen stricken wir die ersten Reihen, egal wie viele, kraus rechts. Dazu könnt ihr entweder rechte oder nur linke Maschen verwenden. Ich verwende in dem Fall nur die linken. Also links verschränkt in der Standard-Stricksprache gesprochen. Und das werde ich jetzt ein paar Reihen lang machen. Wenn wir ein paar Runden gestrickt haben und das Bündchen drehen wollen oder verdrehen wollen, dann müssen wir das Ganze erstmal einteilen. Also ich habe jetzt hier insgesamt 15 Maschen oder sollten zumindest 15 sein und wir müssen dann schauen, durch was können wir das teilen. Ich kann das hier zum Beispiel durch 5 teilen oder durch 3. Ich entscheide mich für 5, dann kann ich euch das besser zeigen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 20 habt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch durch 4 teilen. Bei 30 könnt ihr das auch zum Beispiel durch 10 teilen, also so je nachdem, wie ihr das wollt. Und dann gehe ich dazu über, glatt rechts zu stricken. Das heißt, in diesem Falle werden die nächsten Maschen von mir rechts sein. In der normalen Stricksprache gesprochen, werde ich jetzt rechts verschränkte Maschen stricken. Jetzt ist hier ein Fehler. Ist das Garn gespalten? So, schon besser. Okay, also ich werde jetzt 5 Maschen rechts verschränkt stricken. Ich mache das auch und zeige euch das jetzt auch. Der Kater trinkt übrigens im Hintergrund, falls ihr irgendwelche Geräusche hört. Okay, wir haben jetzt 5 abgestrickt und jetzt machen wir die Drehung. Das machen wir folgendermaßen. Wir gehen mit der Nadel einfach unter die Arbeit, kommen hier wieder raus. Und drehen das Bündchen dann so rum. Jetzt muss das Knäuel nur noch hier durch. Damit der Faden wieder an der richtigen Stelle ist. Und jetzt haben wir hier die Drehung drin. Und jetzt die nächsten 5. Na? Wo bleibst du denn immer hängen? 3, 4 und 5. Und jetzt wieder die nächste drehen. Das Knäuel muss auch noch durch. Ein bisschen Faden brauche ich noch. Und dann die restlichen 5. Habe zu eng gestrickt. Also ihr solltet nicht so eng stricken. Meine Fadenspannung war zu hoch, aber das macht nichts. Ihr seht ja, was ich meine. Und danach wird weiterhin glatt rechts gestrickt, also die nächste Reihe werden
jetzt wieder linke Maschen sein. Und jetzt, das nervt mich die Nadel, nein, jetzt seht ihr das verdrehte Bündchen. So sieht das nämlich aus. Ganz easy, einfach und hat einen tollen Effekt. Ja, und wenn ihr jetzt natürlich mehr rein habt, also wenn ihr jetzt natürlich noch mehr, also nicht nur drei, sondern vier oder fünf macht, dann wird das Ganze natürlich viel größer und dann habt ihr dann so richtig buschige Ausbuchtungen dann, wenn ihr zum Beispiel auch mal fünf oder sechs rein habt. Ja, das könnt ihr verwenden für Socken, für Jacken, für Mützen, für alles Mögliche, für Taschen. Super einfach und ideal, um einfach mal was anderes zu haben. Auch mit verschiedenen Farben zu kombinieren, ist auch ganz toll. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, die Anleitung war für euch hilfreich. Schaut euch ja auch andere Videos an und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um kein Video zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.